Mahlzeit, herzlich willkommen beim Red Review Videomagazin und meinem Review zur Nacht der Jahreskarten im Holiday Park. Dabei handelt es sich ganz subjektiv nur um meine persönliche Meinung und mein Empfinden zu diesem Park-Event, was wir besucht haben. Ja, am 16.07.2016 hat der Holiday Park zur Nacht der Jahreskarten eingeladen. Ab 19.30 Uhr war der Park dann geöffnet für alle Jahreskarteninhaber und deren Begleitpersonen und das Ganze bis um Mitternacht. Eins kann ich jetzt schon von vornherein sagen, mir hat es nicht so gut gefallen und warum und wieso, zu den Gründen kommen wir dann jetzt. Also zum einen ist der normale Parkschluss um 18 Uhr und das Event startet um 19.30 Uhr. Das ist natürlich verständlich, wenn man einige andere Sachen vorbereiten muss. Ist aber halt echt nicht cool, wenn man den normalen Parkbesuch macht und dann zur Nacht der Jahreskarten möchte. Haben wir so auch nicht gemacht. Wir sind nur zur Nacht der Jahreskarten gekommen, aber es gibt ja auch Leute, die nicht unbedingt um die Ecke wohnen oder die halt vorher echt einen Tag im Park haben wollen. Dann ist der Park ja bis Mitternacht geöffnet, die Fahrgeschäfte aber nur bis 22 Uhr. Und da kommen wir zum nächsten Problem. Der Ansturm war halt sehr groß. Das hat sich auf der Landstraße komplett zurückgestaut. Und um 19.30 Uhr wurden erst die Tore geöffnet und die Leute reingelassen und mussten alle auch ihre komischen Zettel scannen lassen. Und das hat sehr, 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 sehr lange gedauert. Und dementsprechend wenig Zeit war nur noch, um überhaupt Bahnen zu fahren. Es war relativ voll. Dementsprechend hat man länger angestanden. Und zum Beispiel die Expedition GeForce ist nur mit einem Zug gefahren. Also es war echt viel los. Und du willst ja die Leute auch ein bisschen da durchkriegen. Die Leute wollen ja auch ein bisschen was fahren. Vor allem hast du gar nicht so viel Zeit. Es gibt ja auch die Wasserski-Show noch, die währenddessen auch noch eine Sondervorstellung hat. Da kann ja keiner hingehen, wenn du irgendwie eine Achterbahn fahren willst. Und das war auf jeden Fall suboptimal. Wir haben es wirklich nur geschafft, GeForce und Skyscream zu fahren. Wenn man es hart drauf angelegt hätte, hätten wir beides vielleicht zweimal fahren können. Haben aber lieber noch ein bisschen Zeit darin investiert, uns auch den Park anzugucken bei Dunkelheit und ein paar Aufnahmen zu machen. Dann noch ganz kurz erwähnt, das habe ich fast vergessen, es waren alle Jahreskarten gültig, also die Holiday Park Jahreskarte, die Fun Card und diese Gold Card, also alle Plopsa Gruppen Jahreskarten. Was ich dann wieder nicht so cool fand, war, dass man entweder den Parkplatz bezahlen musste oder das Parkplatz-Upgrade brauchte, um dann abends den Park zu verlassen. Wenn quasi alle gleichzeitig aus dem Park strömen, dann auch noch die Parktickets kontrollieren, ich weiß nicht. Vor allem bei so einem Sonderevent. Muss das sein? Muss man das dann auch noch abhalten? Ich kenne das zum Beispiel aus dem Walibi Holland zu den Halloween Fright Nights. Wenn der Park ist da richtig, richtig voll und die lassen einfach die Schranken oben und nehmen keine Parkgebühr. Aber das ist auch dann jetzt Meckern auf hohem Niveau, aber ich wollte es auf jeden Fall mal erwähnt haben. Und wenn wir schon beim Thema Niveau sind, wenn man reingekommen ist, gab es überall so ein paar coole Stehtische und darauf waren Snacks, also so Schalen mit sauren Schlangen, Chips und Karamell und keine Ahnung was alles. Überall aufgestellt, konnte man sich was nehmen, ein bisschen was snacken, ist echt cool, geile Idee, wurde auch immer sehr zügig und sehr schnell nachgefüllt. Aber dann gab es so Oberassis, ey, mit dem Kinderwagen und hier eine Schale, da, also echt diese großen Schüsseln und packen sich die oben an den Kinderwagen und fahren damit durch den Park und futtern die ganze Zeit. Oder krallen sich komplett diese ganze Schüssel und rennen damit weg. Was ist los mit euch, Leute? Ey, seid ihr arm oder was? Dann ein bisschen noch zum Programm. Wenn man reingekommen ist, ist ja am Platz der Fontänen die kleine Bühne. Da waren dann die Samba Girls am Anfang. Am Tanzen war auf jeden Fall cool. Wie gesagt, gibt es dann auch nochmal separate Wasserski-Stunt-Show-Zeiten extra für die Nacht der Jahreskarten. Haben wir leider nicht gesehen. Vor der GeForce ist ja auch so eine kleine Bühne. Da hat ein DJ aufgelegt, aber ja, eher hinten in der Ecke für sich, kaum zu sehen. Bei normaler, heller Festbeleuchtung war jetzt nicht so knaller. Genauso nicht so knaller war die Special-Parade, die an einem vorbeigerast ist und ja, halt mit diesen Cabrios war. Mein Gott, aber cool, dass es trotzdem gemacht wird. Was mir aber wirklich sehr, sehr gut gefallen hat, war der Bereich vor Skyscream, der von der Boo Crew bespielt wurde und als Scare Zone auch ausgeschildert und mehr oder weniger abgesperrt war.
Super viel mit Nebel wurde da gearbeitet und halt mit den ganzen Walking Acts. Und das hat mich auf jeden Fall sehr überzeugt und begeistert, vor allem als es dann gedämmert hat. Die haben ihren Job echt gut gemacht und das sehr überzeugend und cool rübergebracht. Dafür gibt es auf jeden Fall Daumen nach oben. Ja, um 22 Uhr haben die Fahrgeschäfte ja alle zugemacht. Dann wurde man mehr oder weniger zum Platz der Fontänen geschoben. Da sollte auch dann um 22:30 Uhr das große Feuerwerk starten. Vorher war auf der Bühne, wie hieß er? J.O., Gewinner vom Das Supertalent. What the fuck, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er keine eigenen Songs, sondern nur Coversongs. Das ist nicht meine Musik, das sind nicht meine Menschen, das ist, muss das sein. Aber gut, wer will. Es hat zwar irgendwie keinen begeistert, aber meinetwegen. Und dann gab es das Feuerwerk. Dass jetzt von den 5 Flammenwerfern 4 ausgefallen ist, kann passieren, sage ich gar nicht so. Aber wäre nur das Feuerwerk an sich für sie gewesen, das wäre richtig geil gewesen, wäre echt ein schönes, cooles Feuerwerk gewesen. Aber es wurde dann auch Musik dazu gespielt und das Feuerwerk und die Musik haben nicht zusammengepasst. Wurden aber hier so Tabaluga, Biene Maya und Co. die ganzen Songs aus dem Holiday Park gespielt und dazu random halt das Feuerwerk. Und wenn das beides zusammengepasst hätte, wäre es richtig krass gewesen. Aber wenn beides nicht zusammenpasst, dann lass eins von beiden doch weg. War mein Empfinden, keine Ahnung. Ich habe schon geilere Feuerwerke gesehen. Aber ich will ja nicht nur meckern, sondern zum Ende hin noch nette positive Sachen erwähnen, damit das vielleicht mehr im Kopf bleibt. Es gab beim Einlass so einen Zettel mit den Showzeiten und den Special-Kram. Es gab auch noch andere Shows, die habe ich jetzt gar nicht mehr alle auf dem Schirm. Den Zettel habe ich auch irgendwie verschlunzt. Auf jeden Fall hat jeder Gast ein gratis Eis und ein gratis Getränk bekommen mit diesem Zettel. Wurde halt abgestrichen. Eis haben wir nicht mehr geschafft, uns eins zu holen, weil das wollten wir am Platz von denen holen, der komplett überlaufen war. Aber Getränke, entweder ich glaube 0,2er Softdrink oder 0,5er Bier. Und da haben wir natürlich alle erstmal beim Bierchen zugeschlagen. War sehr tasty und lecker. Also Daumen hoch dafür. Das ist echt eine coole Aktion. Einfach so für Noppes rausgehauen. Freibier. Und Flugshowplatz. Wie heißt der neue Platz? Heißt der Flugshowplatz? Wo jetzt der Skyfly und die neuen Fahrgeschäfte stehen. Im Dunkeln sehr überzeugend, sehr geil, hat richtig, richtig gut ausgesehen. Das hat mich auf jeden Fall begeistert. Genauso halt wie die Walking Acts von der Blue Crew vor Skyscreen. Und das alles im Dunkeln macht es natürlich richtig, richtig geil. Das gefällt mir sehr gut. Aber unterm Strich muss ich halt sagen, es lohnt sich nur, wenn du direkt in der Nähe oder am Park wohnst und dann abends einfach da vorbeisteppst und dir einen entspannten mit deinen Leuten machst. Wenn du aber weiter weg wohnst und extra dafür dahin fährst, ist es echt nicht cool und eher enttäuschend. Meine Meinung, wenn ihr eine andere Meinung habt oder wenn ihr dieselbe Meinung habt, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Lasst uns diskutieren. Lasst mich wissen, wie ihr das empfindet und empfunden habt, wenn ihr da wart. Und ansonsten war es das jetzt von mir und meinem kleinen Review zur Nacht der Jahreskarten im Holiday Park. Fahrt auf jeden Fall mal in den Holiday Park oder guckt euch hier die Videos zum Holiday Park an. Abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und das war's jetzt von mir. Ihr seid die coolsten und ich bin raus. Euer Bro fürs Ride Review Video Magazin. Peace.